Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und heute ist mit am Start Toni. Hi. Toni ist mein Bruder und wir wollen heute mit Lukio Trasti. Wow, Überbelichtung pur. Wir wollen heute mit den Hunden spazieren gehen und nehmen euch mit. Es ist ja schon eine ganze Weile geplant, dass ich mal mit Loki auf jeden Fall rausgehen möchte. Und da der Toni jetzt auch mitkommt, können wir auch Rasti mitnehmen. Ja. Ja, hallo? Ey, hier. Was machst du? Loki? Hi. Wo ist Rasti? Was ist denn das Ding hier? Was ist das für eine Leine, ey? Selbst gemacht. Von Mama. Ja. Wow. Okay, auf geht's. Sehr, sehr lang. Seid ihr überhaupt schon mal mit Rasti spazieren gegangen? Ich wollte mal, aber da hatte er keine Lust. Da hatte er keine Lust. Aber gut, wenn du alleine mit ihm gehen wolltest, dann... Rasti hier. Wow, der will, ey. Man merkt, dass du mit ihm noch... Oh. Wo lang? Wo lang gehen wir? Weiß ich nicht, Park oder der will, ey. Rasti. Na, mal gucken, wie das wird. Loki kann bei Fuß. Loki musst du bei Fuß nehmen. Okay, das kann anstrengend werden. Die beiden ziehen wie die Kaputten. Oh. Toni, was machst du? Guck mal, du hast Loki. Du hast Lokis Leine um den Fuß. Die hatte ich auch um den anderen Fuß. Bin ich mal gespannt. Na los, Loki. Geh rein. Geh rein, Loki. Pass auf, wenn die jetzt wieder hochrennt und sie umdreht, dann liegst du. Loki, ja? Loki, ja? Hol! Ey, die zieht mich rein, wenn du dein Stöckchen reinschmeißt. Loki? Loki! Anscheinend doch nicht. Pass auf, pass auf! Pass auf! Pass auf! Was ist das mit den Hunden hier, ey? Ja. Oh mein Gott, das wird. Das kann etwas chaotisch werden heute. Ach ja. Loki! Nicht ziehen. Das habe ich dir doch schon beigebracht. Wow. Guck mal, Loki. Die sieht aus wie du. Guck da. Gucken, ob die dich mag. Haus steht offen, da stand sonst noch nie offen. Hast du da schon mal reingeguckt? Hm? Ich kann mal gerne reingucken. Also weit kommt man nicht rein. Ist halt nur diese Luft. Ach so, oh, Loki. Das ist halt einfach nur eine alte Vogelwehre. Alles klar. Hier ist auch offen, da war bis jetzt auch nie offen die Tür. Ich will wissen, was da drin ist. Toni, wie war das mit den Lost Places? Ich hasse sie, aber die haben einen unglaublichen Anziehungsding auf mich. Alter. Das ist halt alles runtergekommen. Ist das gruselig. Guck mal da. Also dieses Bett ist echt gruselig. Ey, das sieht aus wie aus der Klapse. Das sieht wirklich aus wie aus der Klapse. Oh, raus hier. Also im Moment gehen die Hunde noch mit uns spazieren. Loki, die wiegt ja auch über 40 Kilo. Die wiegt ja gerade mal, wenn es hochkommt, 10 Kilo weniger wie ich. Wisst ihr Bescheid? Übrigens, das ist unser Schloss. Hier, mein Gott. Wie alt das hier drin ist. Ich würde das echt gern mal angucken, das ganze Schloss. Ist übrigens gerade für eine Hochzeit vorbereitet. Hier kann man nämlich drin heiraten. Ich würde mir das echt gerne mal angucken, die ganzen Räume. Hallo. Neues Haus? Was? Neues Haus? Ja. Wenn wir rauskommen und die Hunde sind weg, weil die Loki das Ding weggeruppt hat mit ihrer Kraft. Boah, Alter. Du warst das. Ich habe mich voll erschrocken. Ah.
Es ist zwar noch nicht so lange verlassen, aber es ist trotzdem schon gruselig. Ja. Aber das sieht echt Tatsache noch gut aus. Mhm. Aber das ist voll groß, ne? Ja. War ja Altenheim. Das auch? Auf jeden Fall sind hier zwei Toiletten. Gut, hier sieht man es so. Okay, was ist das? Das ist so eine Badewanne für Gehbehinderte. Eine Badewanne? Hm? Okay, sowas habe ich noch nie gesehen. Auf jeden Fall können die Leute sich da reinsetzen. Interessant. Hier ist sogar ein Aufzug. Ein Fahrstuhl. Krass. Hier steckt sogar noch der Schlüssel. Erdgeschoss. Ah, das ist wirklich schon total gruselig, dass hier noch so die ganzen Sachen rumstehen. Vor allem zu wissen, dass es noch gar nicht so lange leer steht, das Ganze hier. Und dass das dann trotzdem schon so aussieht. Komplett leer. Ist hier was drin? Persönlich? Nee. Ich weiß, ein Raum, wo viel drin ist. Ein Raum, wo viel drin ist. Das ist so eine Chance. Das finde ich gruselig. Das ist echt. Und da das ist echt gruselig. Ein Raum. Als würde dort jemand sitzen und aus dem Fenster gucken. Ihr seid auch wieder in der Toilette. Ja, sieht aus wie Energieversorgung. Obwohl die. Iseltraut, was ist das für ein Name? Wow. Also, so verkehrt ist es hier gar nicht. Also, ich denke mal, wenn du das wirklich schön machen würdest, würdest du hier echt gut wohnen können. Es ist ziemlich verwinkelt, aber. Ist halt, der Besitzer vom Schloss hatte das ja aufgekauft. Ja. Und deswegen mussten ja alle raus. Ach so. Na, ich kann mich noch erinnern, die hat. Wie lange ist denn das her? Vielleicht maximal 10 Jahre, dass hier das letzte Mal jemand gewohnt hat? Ich finde sowas ja total spannend, sowas anzuschauen. Hat so ein bisschen so einen komischen Nebengeschmack, so einen komischen, weil ich zu viel Horror-Stories gucke. Aber. Der geheime Dachboden. Ist auch noch so eine alte Eckbank. Und hier Röhrenfernseher. Hier steht noch ein Fernseher? Ach du Scheiße! Und wie alt ist der denn? Tatsache. Ich muss immer in alte Schränke gucken. Ja, hier ist nichts. Ich zeig dir noch was Schönes. Noch was Schönes? Steht das hier schon drauf? Altenheim. 1996. Wahrscheinlich. Wenn nicht, müsste es vielleicht auf der Rückseite. Ich hab Hunger. Haben wir noch was im Kühlschrank? Oh! Hier ist ein großer. Das war damals Luxus. Ob ihr es glaubt oder nicht. Mhm. Das war damals Luxus. Dieser Fernseher. Hier. Noch mit.
Also da, hier diese Räumlichkeiten sehen wirklich aus, als hätte hier vor kurzem noch einer gewohnt. Bis auf ein paar Spinnweben ist hier nichts. Guck mal hier, die ganzen... Was ist das? Oh, Ei! Magnetbänder. Hm? Rasti hat gebellt. Warte, ich guck mal aus dem Fenster. Sieht man die von hier? Sind beide noch da. Okay, alles gut. Gloria hat sie noch um den Ast in den Baum verwickelt. Oh, hier steht eine Gans. Eine Ente. Hier steht eine Ente. Na, ausgestopfte. Und hier ist die andere Seite. Das die andere Seite vom Aufzug. Tatsache, da unten ist der Aufzug. Alter, hier kommt die Tapete schon runter. Nicht mal so eine Möbel, so eine Couch. Ich habe gerade irgendwas gehört. Sowas hier. Hier kommt überall die Tapete runter. Und wir sind jetzt gerade mal in dem kleinen Abschnitt. Da hier ist ja auch überall noch. Oh, es ist alles so spannend. Es ist gruselig, aber spannend. Toiletten. Wieder noch Toiletten. Hier auch. Schon. Also es sieht ungefähr überall gleich aus. Nur hier ist ein großes Bad. Hier könnte man echt was draus machen. Ist halt alles auch verschwunden worden. Ist halt echt schade, dass das alles so verfällt. Nicht gedacht, dass es so groß ist hier. Sechster Oktober 2002, alles klar. Krass. Viel mehr ist jetzt hier auch schon gar nicht. Okay. Was unter uns ist jetzt noch interessant? Die Küche. Die Küche, okay, guck mal die Küche noch an. Ein verlassener Smoke Place. Alter Falter. Ah, Tatsache, oh, hier ist schön. Guck mal. So einen Tisch hat man ja auch mal. Das ist so ein typischer Fliesentisch. Da hängt noch ein Bild. Also. Der Onkel sieht gruselig aus. Guck mal dem seine Augen an. Ich meinte das Bild. Aber das hier ist echt schön. Diese großen Fenster. Und dann wird noch diese Küche. Die Küche. Aber auch nicht mehr viel drin. Na gut. Haben wir jetzt alles gesehen? Ja, außer ganz oben, aber Das ist ja nicht mehr wirklich was. Ist ja nur noch Dachboden. Okay, dann ab raus hier wieder. Da lassen wir die Hunde noch ein bisschen mit uns spazieren gehen. Loki hat sich jetzt ein bisschen beruhigt mit Ziehen. Und Rasti zieht immer noch wie ein Kaputter. Mal Loki, hier sind noch mehr, die aussehen wie du. Komm, wir gucken mal. Loki, komm. Hallo. Keine Angst. Keine Angst. Ich hab gar keine Angst. Ah.
Okay, doch. Ich dachte, sie tritt nach mir. Oh, wie viele Käfer hier sind. Alles rot. Alles, was rot ist, Käfer. Und die Kuh frisst die super. Komm mal her. Lass mich dich lieb haben. Tu das nicht, Kuh. Und die gucken nur doof. Also, wer denkt, mit Hunden spazieren gehen ist entspannt, der war noch nicht mit unseren Hunden unterwegs. Nee. Wir sind wieder zu Hause, weil das reicht für den Anfang, ernsthaft. Halbe Stunde sind wir gegangen. Halbe Stunde waren wir unterwegs. Anstrengend. Die Sonne ist heute wieder echt gut. Da macht das Spaß, draußen zu sitzen. Loki genießt es auch. So kann es bleiben. Ja. Vor allem die Woche kann es auf jeden Fall so bleiben, denn wir fahren die Woche noch weg. Nee. Sag mal, spielst du mit dem Hund oder spielt der Hund mit dir? Beides, würde ich sagen. Beides. Was hast du eigentlich für eine passende Ausrede, dass du mich das letzte Mal verletzt hast? Ich musste lernen. Für Fahrschule. Okay, na gut. Oh, ich bin wieder zu Hause. Eigentlich war heute geplant, entspannt mit den Hunden spazieren zu gehen. Stattdessen sind die Hunde mit uns spazieren gegangen. Wir haben ja ein riesengroßes Grundstück, wo die den ganzen Tag rumrennen können. Und deswegen sind die das gar nicht gewohnt, an der Leine zu laufen, beziehungsweise die zwei zusammen nicht. Und da kann das schon mal chaotisch werden. Aber immerhin hatten wir heute eine spannende Zwischenstation, wo wir Halt gemacht haben. Das war echt interessant. Und dann würde ich sagen, würde ich das Video jetzt erstmal beenden für heute. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe es ja schon erwähnt, also wir fahren diese Woche noch weg. Da gibt es dann richtig, richtig, richtig coole Vlogs. Also das wird sehr ereignisreich. Schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da bin ich sehr aktiv, poste viel, nehme euch überall hin mit. Heute habe ich die süßen Katzenbabys, die ich euch das eine Mal gezeigt habe, wieder besucht, wie die schon gewachsen sind. Das könnt ihr heute sehen, zum Beispiel in der Story. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Ihr wisst, wenn ihr kommentiert und ihr Glück habt, werdet ihr im nächsten Video erwähnt. Abonnieren ist kostenlos und würde mich und mein kleines Kanälchen sehr unterstützen. Und ich bin wirklich dankbar für jeden, der neu dazukommt. Wirklich, wirklich sehr dankbar. Um nichts zu verpassen, aktiviert dann dazu noch das Glöckchen, denn hier kommen Daily Vlogs und es lohnt sich. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!